gestern um die Frage, ob es einen Baustopp beim Bahnprojekt Stuttgart 21 geben soll. Und wenn, dann wie, ging der Blick heute noch mal zurück. Was hat dazu geführt, dass die Gewalt vergangene Woche so eskaliert ist und die Polizei mit Wasserwerfern einschritt? Betroffene Demonstranten schilderten heute ihre Eindrücke, die sie mit Videoaufnahmen belegten. Die Polizei ermittelt gegen einen Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung. Mit dem Schlagstock gegen offenbar friedliche Demonstranten. Bilder, die die Jugendoffensive gegen Stuttgart 21 heute Nachmittag präsentiert. Eine Woche nach dem Polizeieinsatz im Schlossgarten vom vergangenen Donnerstag wollen die Jugendlichen mit diesen Videos zeigen, die Gewalt sei nicht von den Demonstranten, sondern von der Polizei ausgegangen. Ich finde es schrecklich. Also ich habe irgendwie immer noch an den Rechtsstaat geglaubt, daran geglaubt, dass die Polizei eigentlich hilft und wenig einfach so groß mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgeht. Auf den Videos ist immer wieder derselbe Polizist zu sehen. Jetzt bestätigt die Polizei in Stuttgart, sein Verhalten sei mutmaßlich unangemessen. Es könnte hier der Anfangsverdacht einer Körperverletzung im Amt vorliegen. Deswegen wird auch geprüft und ermittelt, genauso im Übrigen wie auch bei allen anderen Vorgängen, Beschwerden und Anzeigen, die uns mittlerweile vorliegen. Unterdessen auch am Nachmittag arbeiten im Schlossgarten. Leitungen werden verlegt, um das Grundwasser bei der künftigen Großbaustelle zu regulieren. Und nach der Verwirrung von gestern der Versuch einer Klarstellung vom Vermittler. Es gibt keinen generellen Baustopp. Das können wir ja gar nicht machen. Die Bautätigkeit muss ruhen. Sie wird nicht fortgesetzt. Mit Ausnahme, wenn die Eisenbahn also Gleise erneuern will, nicht wahr, die da schon liegen. Das ist auch klar. Und man muss natürlich auf die Grundwasserproblematik achten. Doch die Gegner sagen, genau mit solchen Arbeiten würden weitere Fakten geschaffen. Immerhin, weitere Aufträge für das Milliardenprojekt sollen vorläufig nicht vergeben werden. Da reiht sich ja eine Informationspanne an die nächste. Rudolf Rauschenberger in Stuttgart, gibt es denn nun einen Baustopp? Und was wird aus den Schlichtungsverhandlungen? Ich glaube nicht an einen Baustopp. Das kann sich Ministerpräsident Mappus nicht leisten. Das lässt sich nicht durchsetzen in seiner schwarz-gelben Koalition. Und deswegen gibt es ja in dieser gemeinsamen Erklärung heute von ihm und Heiner Geißler kein Wort von einem Baustopp. Geißler, der gestern dadurch, dass er von einem Baustopp redete, für Verwirrung gesorgt hatte, ist also zurückgerudert. Und genau darüber habe ich heute mit den Gegnern geredet, mit einigen Vertretern des Aktionsbündnisses. Und die sagen, sie sind enttäuscht. Aber immerhin, es heißt, dass am kommenden Mittwoch im Rathaus in Stuttgart ein Gespräch der Gegner, also des Aktionsbündnisses, mit Heiner Geißler stattfinden sollen. Aber der Auftakt der Mission von Heiner Geißler ist im Grunde erstmal misslungen. Denkbar schlechte Aussichten für eine erfolgreiche Schlichtung. Vielen Dank für diese Einschätzung, Rudolf Rauschenberger.